Also, mein erstes Video in der neuen Wohnung. Wie ihr vielleicht erkennt, ich habe ewig kein Video gemacht und war noch nie so lange weg von YouTube und so blockiert. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich euch immer vermisst habe und immer wieder an euch gedacht habe und gedacht habe, oh, ich will ein Video drehen. Und ich konnte einfach nicht. Auch jetzt ist es voll schwer für mich. Also ich sitze schon seit 15 Minuten hier und weiß nicht, wie ich reden soll, was ich sagen soll. Obwohl ich mir hier Notizen gemacht habe. So, gestern habe ich mir nämlich diese Notizen gemacht und dann dachte ich, okay, jetzt bin ich bereit für ein Video. Genau, weil ich will halt alles erzählen, was war. Also letztes Jahr war ein ganz, ganz schreckliches Jahr. Aber keine Angst, es sind nicht ganz schlimme Schicksalsschläge oder so passiert. Und mein Leben und meine Ziele haben sich halt ziemlich verändert. Und dann wollte ich nicht einfach so auf einmal einen Vlog machen, so in meinem neuen Leben, ohne überhaupt zu erzählen, was war. Wie es dazu gekommen ist. Und dieses Was war, hat mich halt so belastet oder halt so... ich konnte mich einfach damit nicht mehr beschäftigen und das erzählen oder so. Also darum wollte ich jetzt einfach mal erzählen, was alles war, von meinem letzten Video an bis jetzt. Und zwar, wisst ihr noch, als ich mich so sehr gefreut hatte über diesen Psychologenjob. Der Homeoffice war und halt von meinem Studium her etwas und gut bezahlt. Und ich hatte mich so gefreut. Seit ich das habe, bin ich so erleichtert. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und ich hoffe so sehr, dass das eine gute Einnahmequelle wird. Und dann sollte die Einarbeitung stattfinden. Ein paar Tage davor hat mir diese Psychotherapeutin dann geschrieben, dass sie zurzeit zu wenig Fälle hat oder zu wenig Arbeit für mich und dass sie mich jetzt nicht einarbeiten kann und dass sie sich meldet, wenn wieder mehr Arbeit ist. Und bis heute hat sie sich natürlich nicht gemeldet. Und da war ich dann so richtig enttäuscht und war auch dann fertig mit den ganzen Bewerbungen und Jobs. Also ich wollte dann einfach gar nichts mehr, weil ja einfach nichts funktioniert hat. Ich habe ja so viele Bewerbungen geschrieben gehabt. Und dann hätte es eigentlich endlich funktioniert und dann hat es doch nicht funktioniert. Und dann dachte ich, vielleicht hat das Schicksal ja irgendwas anderes mit mir vor. Und dann dachte ich auch noch, dass ich in dem Video damals gesagt habe, was, wenn man etwas will und man versucht es immer und immer und immer wieder und irgendwann mal, auch nach 3 Jahren oder so, funktioniert es vielleicht. Aber dann danach habe ich überlegt, ob das vielleicht gar nicht richtig ist, weil vielleicht hat das Schicksal ja einen anderen Weg für einen. Und der viel besser ist oder der irgendwie viel besser passt, wenn man denn an Schicksal glaubt. Ich weiß selber nicht, ob ich an Schicksal glaube, weil ich habe schon so oft gedacht, oh, das ist jetzt Schicksal. Zum Beispiel, als ich diesen Job gekriegt habe mit dem Psychologie, da dachte ich auch, oh, das war Schicksal, dass ich alles andere nicht gekriegt habe, weil das hat auf mich gewartet. Und dann hat es halt doch nicht auf mich gewartet. Oh. Auf jeden Fall bin ich mir nicht sicher, ob man etwas immer und immer und immer wieder versuchen soll, bis man daran kaputt geht. Vielleicht ist das je nach Situation. Also nicht, dass ich euch da so einen schlechten Tipp gegeben habe. Dann wurde Ämchen krank und in der Zeit hatte ich noch ein bisschen gefilmt. Mein Ämchen liegt den ganzen Tag nur in der Box und also in dem Paket und die macht mir ein bisschen Sorgen heute. Weil normalerweise geht sie
wenigstens zum Fenster und signalisiert so, sie will raus. Und dann lasse ich die ein bisschen raus und wenn es halt kalt ist, dann kommt sie in 5 Minuten wieder rein und geht dann in ihre Box. Aber heute ist sie nicht mal rausgegangen, kurz. Hoffentlich ist es nur heute so. Seht ihr, dass sie komisch atmet? Und sie wurde immer wieder krank, also hat immer wieder komisch geatmet, hat sich übergeben. Dann sind wir immer zum Tierarzt, haben irgendwelche Spritzen und Tabletten gekriegt und man wusste nie, was es ist und hat irgendwas am Magen, hat irgendeine Unverträglichkeit oder irgendeine Infektion. Und natürlich wurde auch Blut abgenommen und so, aber man hat halt irgendwie nichts gefunden, was war. Und dann kam irgendwann der schlimme Tag. Es war Mitte August. Also ich bin aufgewacht und Jürgi war schon im Badezimmer. Und dann habe ich Emma auf dem Sofa gesehen und dass sie so ganz komisch geatmet hat. Also noch viel, viel schlimmer als sonst. Und dann bin ich hin, um zu gucken. Und dann ist sie irgendwie runtergesprungen vom Sofa und hat sich so flach hingelegt und hat so ganz geröchelt und so, als ob sie halt gleich erstickt. Und dann habe ich Jürgi gerufen und wir hatten so unendlich Angst und ich will gar nicht drüber reden. Und wir sind dann sofort zum Tierarzt gefahren, ohne anzurufen. Sie haben gleich da geklopft, und also an der Behandlungstür. Und dann haben die ein Röntgenbild gemacht. Ich glaube, das heißt Röntgenbild, wo man halt die Lunge sieht. Und dann hat man gesehen, dass sie ein Lungenödem hat. Also dass ganz viel Wasser in der Lunge ist und sie nicht mehr atmen kann. Und dann aber bis das fertig war, mussten wir so lange da warten. Wir sind so gestorben mit Emmchen in der Transportbox, die einfach nicht atmen kann. Und man wusste ja nicht, hört sie jetzt jeden Moment auf zu atmen oder was passiert. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, wie sehr ich Emmchen liebe und wie sehr ich Angst hatte. Und ja, dann hat sie Entwässerungsspritzen gegeben und wollte sie bis zum Abend da behalten. Und dann sollten wir nochmal kommen. Und am Abend war Gott sei Dank schon dieses schlimme Atmen weg. Und wir haben Tabletten mitgekriegt, die halt weiter entwässern sollten. Und wir wollten aber natürlich wissen, was denn jetzt das Problem ist. Also, warum sie jetzt ständig krank ist, wir ständig zum Tierarzt rennen müssen und jetzt auch noch sowas ist. Und dann hat sie gesagt, die Tierärztin, dass es entweder was am Herz ist, was meistens so ist, wenn so Probleme mit der Lunge sind, was sie aber nicht denkt, weil die Blutwerte irgendwie nicht dazu passen. Und noch ein paar andere Gründe könnten sein, aber sie vermutet, dass es eine allergische Reaktion gegen irgendwas war, dass sie irgendwas im Garten gegessen hat, was sie nicht sollte, oder dass sie gestochen wurde. Ja, irgendwie sowas hat. Und dann waren wir voll, also danach war das so dumm, weil wir nie wussten, wann passiert es jetzt wieder und was hat es ausgelöst. Also auch wenn sie in den Garten gegangen ist, hatten wir ständig Angst. Und dann war es halt so, dass ich war ja sowieso sehr unglücklich da in dieser Wohnung, in dieser dunklen Kellerwohnung mit nur einem Zimmer. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir waren 4 Jahre lang, waren es 4 Jahre? 3,5 Jahre zu zweit in einem Zimmer, wo ein Bett war, Sofa mit Fernseher, Schreibtische. Und dann noch hatten wir zum Schluss auch noch so ein Laufband da stehen und den Kratzbaum und alles war so total vollgestellt. Ich wollte noch zeigen, wie wir hier gehaust haben. Alles in einem Zimmer.
Fitnessstudio, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Und man hat sich halt so voll beengt gefühlt. Und wir haben halt auch nicht so die gleichen Zu-Bett-Geh-Zeiten. Ich gehe immer ein bisschen früher. Und dann wurde ich natürlich die ganze Zeit geweckt, wenn Jürgi dann vor dem Schlafengehen die Katzen gefüttert hat und sich halt fertig gemacht hat. Und oft hat er halt auch telefoniert, während beim Computerspielen halt. Und dann hat er halt immer versucht, voll leise zu reden, aber ich bin trotzdem immer aufgewacht. Und auch, also niemand von uns hatte irgendwie eine Privatsphäre oder halt so einen Raum, wo man sich zurückziehen konnte. Und deswegen wollte ich unbedingt noch letztes Jahr eine letzte Reise mit dem Van machen. Eigentlich sollte die so 2-3 Monate gehen und nach Portugal. Und daran hatte ich mich so die ganze Zeit festgehalten. Also habe die ganze Zeit ausgehalten, so die schlechte Situation in der Hoffnung, dass halt diese schöne Reise noch kommt. Und dann wegen den hohen Tierarztkosten und für den Van mussten wir 1.000 Euro Reparatur zahlen und weil ja auch kein Job mehr da war, konnten wir halt einfach diese Reise nicht machen. Und auch unsere anderen Pläne, also wir wollten ja nach Italien ziehen, aber wie soll man denn nach Italien ziehen, wenn man die ganze Zeit pleite ist und die ganze Zeit so finanziell kämpft? Und hier fehlt leider ein kurzer Teil, weil wahrscheinlich der Akku leer war. Im August hatte ich dann so eine Art Zusammenbruch wegen allem, was ich erzählt habe. Und ich wusste einfach keinen Ausweg mehr. Alles zusammen war einfach zu viel. Auch Jürgis chronische Migräne und meine Depressionen und Ängste. Und dann haben Jürgi und ich vor lange geredet und auf einmal beschlossen, dass wir uns so schnell wie möglich eine Wohnung suchen. Dass wir endlich da raus müssen und ein Leben aufbauen und erstmal finanziell, beruflich eine Art Sicherheit aufbauen und dann weitersehen. Und dann gucken, ob wir nach Italien ziehen und wie wir das machen. Ab da habe ich dann jeden Tag nach Wohnungen gesucht und so viele angeschrieben. Es war schon in so einem großen Radius und ich habe dann irgendwann mal gezählt, bei wie vielen Wohnungen wir uns beworben haben. Es waren 64 Wohnungen und niemand wollte uns außer eine Wohnung, die voll schrecklich war. Da war ich drin und dachte, oh mein Gott, also nach einer Minute wollte ich schon einfach raus da. Und das war irgendwie so voll aussichtslos, weil unsere finanzielle Situation war ja nicht gut. Und dann haben wir Katzen und irgendwie 90% der Leute sagen immer Haustiere nein, Haustiere nein. Und es gab immer so viele andere Bewerbungen. Also bei Immobilien-Scout konnten wir immer sehen, wie viele sich noch beworben haben. Und zum Beispiel, wenn es Raum Stuttgart war, waren immer so 150 andere Bewerbungen. Oder je nachdem, wie schön die Wohnung war, 300. Das war einfach so voll aussichtslos. Dann hatten wir Anfang Oktober eine Besichtigung in Stuttgart. Also nicht so Zentrum Stuttgart, sondern schon so in der Natur. Ich kann ja sagen, wo Marbach war das. Und das hat uns so sehr gefallen. Da wäre ein großer Garten dabei gewesen, den wir ganz alleine hätten pflegen können. Worauf ich voll Lust gehabt hätte. Die Lage wäre halt genauso zwischen unseren Familien und in der Nähe von meinem Bruder. Und die Wohnung war auch richtig schön. Und bei der Besichtigung war die Vermieterin da und die hat voll lieb mit uns geredet und hat uns voll gemocht und hat dann so gesagt, oh, ja, sie hätte ich gerne als Vermieter, als Mieter. Und hat uns halt so Hoffnung gemacht, dass wir dann dachten, die nimmt uns. Und dann haben wir uns so gefreut, aber immer wieder haben wir gesagt, komm, die hat noch nicht zugesagt, noch nicht zu sehr freuen und so, aber ich kann dann nicht anders. Und dann haben wir halt tagelang gewartet. An einem bestimmten Tag wollte sie sich eigentlich melden, hat sich nicht gemeldet. Und dann haben wir schon gesagt, okay, wahrscheinlich kriegen jetzt irgendwelche anderen die Zusage und sie wartet, ob die dann halt unterschreiben und dann kriegen wir die Absage. Und dann ein paar Tage später haben wir wirklich die Absage gekriegt und mein Herz war gebrochen. Oh.
war so gemein, weil ich habe so von diesem Garten geträumt. Also Terrasse plus Garten. Und obwohl ich mir immer gesagt habe, komm, mach noch keine Pläne, hat mein Gehirn einfach schon Pläne gemacht, was ich alles so Schönes machen kann in dem Garten. Und so kleine Gartenprojekte und Gemüse und dies und das. Also dann ging es mir halt wieder scheiße, weil wir haben einfach keine Wohnung. Es war einfach nicht möglich. Und ich dachte, wann kriegen wir eine Wohnung, wann? Und dass ich nochmal einen Winter da verbringen muss mit meinen Winterdepressionen. Und dann kam der 1.11. Ich muss irgendwie lachen, weil es alles so absurd ist. Weil alles immer die ganze Zeit schlechte Sachen passiert sind. Also am 1.11. konnte Merle auf einmal nicht mehr laufen. Es hatte abends Richtung Nachts, so 22 Uhr, angefangen, dass sie immer mehr so gehinkt hat. Und erst dachte ich nichts und es wurde dann aber immer schlimmer. Und dann irgendwann in der Nacht, um eins oder so, war es so schlimm, dass sie die Beine, die Hinterbeine, nur noch hinterhergezogen hat und nur noch so hingefallen ist. Und wir haben voll Angst gekriegt und wussten gar nicht, was auf einmal los ist. Und haben überlegt, ob wir zu irgendeiner Tierklinik gehen sollen. Und da wir ja aber pleite waren, wie gesagt, haben wir gedacht, komm, wir warten bis um 8 und gehen dann zu unserer Tierärztin. Und dann waren wir aber die ganze Zeit wach, also bis morgens, weil wir sie genau beobachten wollten. Und die Nacht, die war auch so schlimm, also es war eine der schlimmsten Nächte. Weil so wegen der Angst halt und sie konnte dann auch nicht aufs Klo gehen. Und also sie lag dann die ganze Zeit so unterm Sofa. Aber komischerweise, wenn sie aufs Klo musste, ist sie auf unser Bett gesprungen, warum auch immer. Und hat währenddem, also und natürlich nicht richtig gesprungen, sie konnte ja nicht, sie hat sich so komisch hochgezogen. Und hat während dem Springen gepieselt und hat einfach alles voll gepieselt. Und dann waren wir halt morgen sofort beim Tierarzt. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, welche Untersuchungen dann alles gemacht wurden. Auf jeden Fall hatte die Tierärztin dann gesagt, dass sie einen Bandscheibenvorfall vermutet und hat irgendwelche Spritzen, Medikamente gegeben. Dann waren wir so fast jeden Tag da und sie hat immer den Fortschritt angeguckt und wollte uns dann halt empfehlen, ob wir, also nach ein paar Tagen wollte sie uns dann sagen, ob wir eine konservative Therapie machen sollen und zwar 6 Wochen warten und sie schonen, damit es von selbst verheilt, oder so eine mega teure für 2.000 Euro oder so Operation machen. Dann haben wir sie in unserer Mini-Wohnung noch in so einem Abteil isoliert. Also das sollten wir machen, weil sie durfte nicht springen. Also sie durfte nicht aufs Bett oder aufs Sofa oder irgendwo hin. Und besonders halt nicht runterspringen. Dann hatten wir so einen Abstellraum ein bisschen. Und da haben wir dann halt die Katzentransportbox reingetan, weil da hat sie die ganze Zeit geschlafen. Da war so voll ihr Rückzugsort. Und haben halt so ganz viele alte Handtücher von meiner Mutter gekriegt. Also weil sie war ja natürlich inkontinent. Hat die ganze Zeit gepieselt und Kaka gemacht. Und also überall hin, auch da, wo sie geschlafen hat. Und so, keine Ahnung, jede Stunde oder alle 2 Stunden haben wir halt geguckt, ob was nass ist und haben es halt gewechselt. Und Merle hat zum Glück diese Isolation voll akzeptiert, weil normalerweise ist sie so eine Katze, die voll durchdreht, nur wenn sie 2 Minuten allein im Bad zum Beispiel eingesperrt ist, aus Versehen. Oder also egal in welchem Zimmer, dreht sie schon voll durch und miaut die ganze Zeit und will auf gar keinen Fall alleine sein. Und darum dachte ich auch, ja, dass diese
diese 6 Wochen konservative Therapie gar nicht gehen kann, weil sie es halt nicht akzeptieren würde, da drin zu bleiben. Aber komischerweise, warum auch immer, hat sie es voll akzeptiert. Genau, dann nach ein paar Tagen hat dann die Tierärztin gesagt, dass sie gute Fortschritte macht. Gott sei Dank. Wir dachten immer jedes Mal, wenn eine gute Nachricht war, Gott sei Dank. Und dass sie empfehlen würde, die konservative Therapie zu machen, weil die andere halt auch, also man kriegt ja dann eine Vollnarkose. Ja, das wäre halt auch halt eine große Anstrengung und so. Und halt extrem teuer. Und es ist nicht gesagt, dass dann danach die Inkontinenz noch da ist. Und viele Leute, wenn halt Katzen inkontinent sind, also auch mit Pieseln, also dann wird die Katze eingeschläfert, weil man das halt nicht wirklich ertragen kann. Also dass halt überall Pisse ist. Also das ist halt, wie soll ich sagen, ein Hund zum Beispiel, der bleibt ja nur auf dem Boden normalerweise. Aber eine Katze ist einfach überall. Einmal hat sie zum Beispiel auf dem Fensterbrett einen riesigen Kackhaufen hinterlassen. Und, also dann später, viel später. Also bis heute hinterlässt sie noch immer manchmal irgendwo Kackhäufchen. Und man weiß nie, wann es sein wird. Jetzt letztens war der Schornsteinfeger da und dann ist der halt hier ins Wohnzimmer reinkommen, aber hat mir nur Jürgen erzählt. Und dann ist der, genau da, wo der dann stand, war daneben auf dem Stuhl ein Kackhaufen. Und dann hat Jürgen den ganz schnell weggebracht. Das wollte ich jetzt noch sagen. Ja genau, weil die dann halt überall hinpinkeln würden. Und natürlich könnte man das eventuell aushalten, aber zum Beispiel aufs Sofa müsste man dann halt immer Decken drauflegen. Und es gibt auch Katzenwindeln, was die aber garantiert nicht akzeptieren würde. Also, ja, auf jeden Fall hatten wir halt ganz arg Angst, dass diese Inkontinenz noch bleibt, weil wir dann nicht gewusst hätten, was wir machen sollen. Habe ich schon gesagt, dass wir uns dann für die konservative Therapie entschieden haben, wo sie halt 6 Wochen geschont werden soll und halt auch immer irgendwelche Medikamente kriegt und dann halt es von selbst. Und wir haben halt auch richtig gute Fortschritte gesehen. Bei jedem einzelnen Fortschritt haben wir uns so gefreut, wenn man zum Beispiel gesehen hat, dass sie sich ein bisschen mehr abstützt mit den Beinen. Und irgendwann hat sie dann weniger überall hingepieselt und zum Beispiel hat sie dann nicht mehr in ihre Box gepieselt, sondern ist so wahrscheinlich Richtung Katzenklo gegangen und hat dann dahin gemacht. Und ja, also ja, jede Woche hat man halt so Fortschritte gesehen und irgendwann, ich glaube nach 4 Wochen, hat die Ärztin gesagt, wir können sie rauslassen aus dem Zimmer, aber aufpassen, dass sie nicht irgendwo runterspringt. Ja, und mit der Zeit wurde zum Glück alles wieder gut. Allmählich. Also was halt komisch war, was noch wochenlang danach war, ist, dass sie im Katzenklo stand und rausgepieselt hat. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ja, Allmählich. Da guckt sie mich an. Ich lästere über dich. Und rausgepieselt hat. Und wir dachten immer, warum gehst du nicht noch einen Schritt nach vorne? Weil da musst du mal jeden Tag mehrmals da alles putzen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie schlecht es riecht. Und ich hab hier die Kappen. Diese kleine Mähli. Okay. Du süß. Ach so, und warum sie überhaupt einen Bandscheibenvorfall hatte, wissen wir einfach nicht. Wir fragen uns auch bis heute die ganze Zeit, was passiert ist. Die Tierärztin hat gemeint, ja, es reicht auch schon, wenn die zum Beispiel vom Kratzbaum irgendwie komisch runterfällt. Aber ja, keine Ahnung, woher das kam.
Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau dieses Pieseln aus dem Katzenklo raus, das ist zum Glück viel besser geworden. Also das passiert zwar noch ein paar Mal, aber vielleicht eher einmal die Woche oder so. Das Kacke machen ist auch viel, viel, viel besser. Ach so, und dieses Schwänzchen zeigt immer, wenn die schnell läuft, zeigt es immer so ganz arg in eine Richtung, also in einem 90-Grad-Winkel. Das muss ich mal filmen. Also so hundertprozentig gesund ist sie nicht. Also sie hat halt Nachwirkungen. Ja, das war das. Und um das Katzenthema abzuhaken, erzähle ich noch, was mit Ämchen noch war. Und zwar am 20.12., kurz vor Weihnachten, hat sie wieder komisch geatmet. Und da ich sie mit Adleraugen beobachtet habe, habe ich das voll schnell bemerkt. Einmal lag sie neben mir und hat sich wieder so komisch flach hingelegt. Ein bisschen anders als sonst. Ich kann es gar nicht erklären. Und dann habe ich sie halt ganz arg beobachtet und dann habe ich auch ihre Atemzüge gezählt und habe gemerkt, die Atemzüge sind mehr als sonst und wollte dann, bevor es wieder so schlimm ist, sofort zum Tierarzt, auch wenn es doch nichts gewesen wäre. Und dann haben wir schon hier gewohnt. Und weil wir auch also andere Tests diesmal machen wollten, sind wir in so eine Tierklinik, die aber auch Tierarzt ist. Also es ist nicht nur Tierklinik. Wir waren dann 4 Stunden in dieser Klinik und ja, es war wieder ein Lungenödem. Und das hat dann gezeigt, dass wirklich etwas ist, also was jetzt nicht nur eine einmalige Sache war, sondern dass sie eine Krankheit hat. Und dann haben wir diese Herzsache abklären lassen und obwohl das eigentlich der häufigste Grund ist, dann könnte man einfach Tabletten nehmen und alles ist anscheinend gut, war es natürlich nicht das Herz bei ihr und dann wussten wir wieder nicht, was hat sie denn und es könnte eine allergische Reaktion auf irgendwas sein, auf alles Mögliche oder ein Lungenwurm hätte es sein können oder Asthma und dann wussten wir halt erstmal irgendwie 2-3 Wochen nicht, was los ist. Und dann hatten wir nochmal einen Termin und uns wurde gesagt, dass sie wahrscheinlich Asthma hat. Das halt alles so darauf hindeutet. Und dann hieß es, ja, sie hat Asthma und das muss immer behandelt werden. Also entweder muss sie immer Cortison-Tabletten nehmen, die aber dazu führen, dass man Diabetes entwickelt und das ist dann auch sehr schlecht und sehr zunimmt. Oder man benutzt so ein Inhaliergerät. Ich habe das jetzt kurz geholt. Das ist das Inhaliergerät. Also das hat so ein Spray wie bei einem Menschen. Komm raus. So. Und das macht man dann da rein. Und dann muss die Katze hier ziehen und mehrere Atemzüge vollziehen. Und zwar, ich glaube, 10 Atemzüge. Und das trainieren wir jetzt seitdem die ganze Zeit und es ist so schwer, das anzutrainieren, dass die halt da bleibt. Ja, dass die 10 Atemzüge da bleibt, dass sie überhaupt da reingeht. Also man trainiert das so, indem man so Blumentöpfe nimmt. Man fängt halt mit einem großen an und hält da so ein Leckerli hin. Und dann tut sie da den Kopf rein und dann gibt man die Belohnung. Und dann macht man die Öffnung immer kleiner, also immer kleinere Blumentöpfe, bis man bei dieser Öffnung angekommen ist, die sehr klein ist. Und dann muss man sie auch noch an das Geräusch vom Inhalator gewöhnen, das hat sie sich gewöhnt, und an den Geruch auch noch. Da hat sie dann so zurückgeschreckt und wollte nicht hin, aber sie, also es wird immer besser, aber ja, noch ist es nicht gut genug. Also wir geben ihr, solange wir das nicht verlässlich benutzen können, geben wir ihr immer diese Cortison-Tabletten. Aber das Ziel ist, das zu benutzen, weil dann kommt das Cortison direkt in die Lunge, dahin, wo es hin muss. Und dann, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kriegt sie auch keinen Diabetes und auch nimmt auch nicht mega zu.
ja. Das war unsere tolle Geschichte. Und beide Katzen wären einfach fast gestorben letztes Jahr und hatten beide so eine riesige Krankheit oder ja, Verletzung. Aber zum Glück wissen wir jetzt, was es ist und was wir tun können, weil das Schlimmste war halt, dass man einfach nichts wusste. Aber obwohl so viel los war, ist ja am Ende doch alles gut gegangen. Beide leben noch, Gott sei Dank. Wir haben sie jetzt seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren sind wir auch zusammen. Da kann ich ja auch noch etwas erzählen. Und so habe ich einen Heiratsantrag gekriegt. Und wahrscheinlich wollen wir nächstes Jahr dann heiraten. Und wir wissen aber noch nicht wie, weil eigentlich will ich überhaupt nicht groß feiern. Und ab hier gibt es endlich gute Sachen zu erzählen. Also wir sind seit dem 1.12. hier in dieser wunderschönen Wohnung. Und ich kann euch nicht sagen, wie sehr wir diese Wohnung lieben. Also ich will auch in zukünftigen Videos euch zeigen, wie schön die ist. Und also auch Jürgi schwärmt jeden Tag von neuem so, oh, wie toll die Wohnung ist. Und wieso wir die überhaupt gekriegt haben, ist natürlich Beziehungen, sonst hätten wir die nie gekriegt. Und zwar ist es von der Architektin von Jürgens Schwester und Schwager. Die hat selber hier gewohnt und vermietet jetzt die Wohnung. Und die hatte über WhatsApp sowas geteilt, dass sie halt eine Wohnung vermietet. Und der Schwager von Jürgi hat uns das geschickt und normalerweise, und ohne Bilder und so, normalerweise reagieren wir auf sowas nicht, wenn da einfach steht, ja, 2-Zimmer-Wohnung. Fertig, sozusagen, weil, also in der Vergangenheit haben wir auch auf sowas reagiert, aber dann, wenn man Fotos gekriegt hat, war das immer voll scheiße. Auf jeden Fall, warum wir darauf reagiert haben, war einzig und allein, weil da stand Kaminofen. Und wir lieben beide so sehr Kamine. Und dann dachte ich, ja, okay, Kaminofen, komm, wir fragen halt mal. Und dann haben wir gefragt, ob wir Fotos kriegen können. Und dann haben wir Fotos gekriegt und dann haben wir uns gleich verliebt. Und haben gedacht, oh mein Gott, voll die hübsche Wohnung und so. Und eigentlich wollte ich nicht so weit von meinen Eltern weg. Also das ist jetzt wirklich 2 Stunden von meinen Eltern weg. Und ganz nahe an Jürgens Eltern. Eigentlich wollten wir in der Mitte sein. Aber da wir halt keine Chance hatten, war ich halt bereit, auch weiter wegzugehen. Und dann hatten wir halt eine Besichtigung. Und weil es halt so über Beziehungen war, waren wir so die erste Besichtigung. Und dann hatte sie gesagt, dass sie... Also, und dann haben wir auch so sehr gehofft, so sehr. Eigentlich wollte sie auch ohne Haustiere, aber wir haben halt gesagt, dass unsere nie an irgendwas kratzen, also an Polster schon, aber zum Beispiel an Türrahmen oder an den Wänden kratzen die nie. Und dass die halt nichts kaputt machen. Ja, auf jeden Fall hatte sie uns dann ein paar Tage später geschrieben, dass sie die anderen Besichtigungen abgesagt hat und dass wir unsere Kisten packen können. Und wir haben uns so sehr gefreut. Und ich habe so zu ihr gesagt, was, wir haben die Wohnung, das kann nicht sein. Das kann nicht die Wahrheit sein. Ja, und dann sind wir halt am 1. Dezember hier eingezogen und es war so eine Befreiung. Und hier ist es so hell, also es ist eine Dachgeschosswohnung mit ganz vielen Fenstern und es ist so hell. Komplettes Gegenteil zu dieser Kellerwohnung und ich hatte gar keine Winterdepression. Sondern ich habe den Winter richtig geliebt, auch wegen dem Kamin. Also wir haben nur noch mit Holz geheizt, also gar nicht mit normaler Heizung. Und haben jeden Tag Feuer gemacht und
saßen so oft am Kamin und haben einfach das Feuer angeschaut. Und es gibt im Winter so eine ganz andere Note. Ihr wisst schon, was ich meine. Und die Sonnenuntergänge hier sind so wunderschön. Und ich habe auch das Gefühl, dass hier viel mehr Sonne ist. Also hier in der Nähe sind auch so Weinreben, ganz viele. Und das macht man ja eigentlich auch nur irgendwo, wo ein bisschen mehr Sonne ist, oder? Und was kann ich noch erzählen? Genau, noch eine Sache kann ich erzählen. Und zwar, dass ich einen Minijob gekriegt habe in einer Bibliothek. Und auch dazu kann ich aber euch noch ganz viel erzählen. Weil ich habe auch noch ganz viel über mich selbst kennengelernt in den letzten Monaten. Und ich dachte, das mit der Bibliothek ist jetzt mein letzter Versuch, etwas, also einen Job zu machen, wo es auch Kunden gibt. Also wenn das mir jetzt nicht gefällt, wegen den Kunden, werde ich mir andere Jobs suchen in Zukunft, die nur zum Beispiel im Büro sind oder so. Weil den einen Job, den ich in Hamburg hatte, wo ich in so, das war so Datenerfassung meiner Versicherung, den konnte ich richtig gut aushalten und ich hatte keine schlechte Laune und so hinzugehen und das war halt ganz ohne Kunden. Ja, und ich hatte mich halt da beworben, und dachte aber, also da stand schon in den Voraussetzungen, dass man eine Ausbildung haben muss und ich habe ja keine. Und dann dachte ich schon, dass ich eh keine Chance habe. Ich weiß auch noch, dass ich meinem Bruder und also meiner Familie das erzählt habe, dass ich voll interessiert bin an Bibliothek und das so gern ausprobieren würde. Und dann hat mein Bruder gesagt, ja, vielleicht kannst du es ja irgendwie testen. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, ich habe mich schon beworben, aber es wird garantiert nichts, weil ich habe halt keine Ausbildung und so. Und darum weiß ich nicht, wie ich das testen soll. Dann hat er glaube ich, gemeint, ja, vielleicht kannst du ein Praktikum oder so machen und so. Und dann 2 Wochen später wurde ich eingeladen. Das war jetzt erst letzte Woche, das Vorstellungsgespräch. Ja, und dann kam ein paar Tage später die Zusage. Und also natürlich ist ein Minijob nicht viel, aber mein Hauptding ist halt, also mein Hauptziel ist zu sehen, ob mir das gefällt, ob das eine Zukunft für mich sein kann. Und wenn ja, kann man ja auch irgendwann mal vielleicht Teilzeit kriegen oder Vollzeit oder sich woanders bewerben. Ja, das fängt dann im Mai an. Und ja, was ich so mache hier, ich lese voll viel zurzeit. Also ich lese ein Buch nach dem anderen und die sind alle irgendwie voll spannend. Und kümmere mich um Pflanzen, wie ihr seht. Also ich habe auch viele neue kleine Pflanzen gekauft und habe mir dann immer rausgeschrieben, was für eine Pflege die brauchen. Und kümmere mich halt so richtig darum. Das macht irgendwie voll Spaß, mich um die Pflanzen zu kümmern. Ich gucke die auch immer so an und gucke so jedes Blatt an und ja. Zum Beispiel ist das hier meine neue Lieblingspflanze. Das ist eine Monstera. Ich glaube Monkey Leaf heißt die. Ist das scharf? Ich kann es nicht erkennen. Und ja, die ist auf meinem Schreibtisch und dann gucke ich immer so die Blätter an und irgendwie beruhigt mich das voll. Aber was mich stresst, ist, wenn die immer kaputt gehen oder so. Also wenn die aussehen, als hätten die irgendeine Krankheit und ich weiß nicht, was es ist. Ja, den Balkon haben wir jetzt auch eingerichtet. So Videospiele spiele ich voll gerne. Das letzte, was ich durchgespielt habe, war The Witcher 3. Ihr müsst mir unbedingt sagen, wenn ihr Computerspiele-Spieler seid und was eure Lieblingsspiele sind. Also The Witcher habe ich richtig geliebt. Ich hatte ja auch so einen Bezug zur Serie, die habe ich auch geguckt. Und darum konnte ich so richtig gut da reinkommen in die Geschichte und so. Und habe dann auch so Geralt und Ciri voll geliebt, also die Charaktere. Dann lerne ich voll viel über mich, wie gesagt, über meine Überforderung und meine sozialen Ängste. Und ich glaube, dass ich da große Fortschritte machen werde, weil ich jetzt bestimmte Dinge weiß und was ich tun kann. Und das muss ich euch alles noch erzählen. Ja. Yeah.
ich heute noch sagen, dass es mir leid tut, dass ich mich nicht gemeldet habe, weil viele haben gefragt, ob alles okay ist oder halt so gesagt, ich hoffe, alles ist okay. Und ich wusste aber auch nicht, was ich darauf sagen soll, weil es war ja nicht alles okay. Und ich wollte erstens nicht schreiben, was los ist, und zweitens wollte ich auch niemanden beunruhigen, indem ich sage, nein, es ist nicht alles okay, alles ist scheiße. Und seitdem dann halt alles wieder okay war, wollte ich ja eigentlich jeden Moment ein Video machen, aber konnte mich irgendwie nicht überwinden und wollte auch nicht über alles nachdenken. Ich bin jetzt so froh, dass ich über alles jetzt gesprochen habe und dass jetzt die Vergangenheit abgeschlossen ist. Tschüss. Geh, Meli. Ja, ich hoffe, dass ihr noch da seid und nicht böse seid. Und ich hoffe ganz arg, dass jetzt so die Motivation zurück ist, beziehungsweise diese Barriere kaputt ist. Und ich habe einen Computer, das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Und zwar habe ich Jürgens alten Computer gekriegt und er hat einen neuen. Und darum kann ich jetzt viel besser schneiden, weil genau das war nämlich auch ein Grund mit meinem alten MacBook. Das ist inzwischen so unendlich langsam und mit dem kann man nicht mehr schneiden und exportieren. Das explodiert, also es hört sich dann an, als ob das gleich explodieren wird. Die Lüftung wird dann so mega laut und alles ist mega langsam und auch schon allein die Videos zu übertragen dauert irgendwie 10 Jahre. Ja, es war voll blöd. Und jetzt habe ich einen Computer, der voll schnell ist und der hat voll viel Speicherplatz und kann da jetzt schneiden. Mercy, du kleines Percy, guck in die Kamera. Ämchen wollt ihr doch bestimmt ausziehen. Ich hab sie nirgends gefunden. Ja. Ja, du süßes Bübchen. Also dann ist jetzt Zeit aufzuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, so was so war und was sein wird. Jürgi nach Hause gekommen. Ja. Ich habe gerade gesagt, du bist nach Hause gekommen. Sagst du auch Hallo? Nein. Nein. Dann höre ich jetzt auf und wahrscheinlich kochen wir jetzt ein Brokkoli-Pesto-Gericht. Hm? Das war so lecker letztes Mal. Und dann melde ich mich hoffentlich bald wieder. Und kommentiert mir, wie es euch geht. Und was ihr so gemacht habt, dass es bei euch Neues gibt.